Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Großer Bahnhof für den teuersten Fußballspieler der Geschichte. 80.000 Fans im Estadio Santiago Bernabéu bereiten Real Madrids neuem Superstar Cristiano Ronaldo einen begeisterten Empfang. Der Portugiese soll Spaniens Rekordmeister zum Sieg in der Champions League führen. Uno, dos, tres. Hala Madrid! Ein paar erste Kabinettstückchen am Ball zeigt der Mann, den Real für umgerechnet 94 Millionen Euro von Manchester United gekauft hat. Und auch sonst gibt sich Cristiano Ronaldo nach der Unterzeichnung seines 6-Jahres-Vertrages selbstbewusst. Ich bin sehr glücklich, der teuerste Spieler in der Geschichte des Fußballs zu sein. Es erfüllt mich mit Stolz und ich werde versuchen zu zeigen, dass ich das Geld wert bin. Der pompöse Empfang gefällt ihm. Ich habe das Ganze sehr genossen. Ich hatte nicht erwartet, dass das Stadion voll besetzt sein würde. Daher fühle ich mich sehr gut. Es war ein Traum für mich, hier hineinzukommen und das volle Stadion zu sehen. Es war wirklich beeindruckend. Madrid feiert Cristiano Ronaldo und die Aussicht auf eine neue Realmannschaft von Galaktischen. Der Verkauf seines Fantrikots mit der Nummer 9 startet sofort.